So, jetzt mal der Club im nächsten Offensivdrang. Vorspiel an Nürnberger und. Werfen wir nochmal einen Blick drauf. Trifft den Ball gar nicht satt, aber den Verlag im Stab getragen. Also der Club mit einer Drei-Mann-Mauer vor der Sieben-Mann-Mauer, die geteilt ist. Jetzt aber ausgeführt. Und das 2:0. Ein traumhafter Freistoß. Die 2:0-Führung, hier sehen wir es nochmal. Schön satt getroffen. Mendels war noch dran, kann aber nicht mehr um den Pfosten lenken. Gute Ballverarbeitung davon Besong, der mit Tempo auf den 16er zugeht und dann durchsteckt auf Hut und das war kein Abseits. Fällt den Ball nach vorne, bringt dann im richtigen Moment abspielt, kein Abseits und Hut bleibt vor Winder ganz souverän. So, und dafür bist du ja auch als Teil des Mannschaftsrats natürlich quasi noch mal mehr in der Verantwortung, wie man so schon sagt, aber von Natur aus schon Lautsprecher und jetzt fällt hier der Ausgleich tatsächlich. Bisschen zu wenig Zugriff da hinten. Dann kommt der Ball flach in die Mitte von Jončić auf den ebenfalls eingewechselten Stremski und der ist einen Schritt schneller am Ball als zuvor und keine Rückschläge gibt. Gehen in die letzte Viertelstunde und wenn ihr keine Fragen mehr habt, dann würde ich den Florian entlassen und darf nochmal die letzten 15 Minuten genießen. Vielleicht sehen wir hier noch das 3:2, die Möglichkeit, oder ist es tatsächlich... So, so kann man sich doch verabschieden. Lukas Schleimer mit 14 Minuten rein und da ist das 3:2, was der ein oder andere von euch getippt hat. Und einer, der es von außen beobachtet hat, ist der Nick, der ist jetzt wieder da. So ist es ja, von rechts. Walle, glaube ich, hat den Ball reingespielt. Rechts oder Riese mit links. Entweder aufs Tor oder Flanke rein. Nazarov versucht direkt. Und der ist wunderbar getreten. Und der Ausgleich in der 85. Spielminute. Da hat er sich da was von Quadvodua in der ersten Halbzeit abgeschaut. Der hat es ins andere Eck gemacht, aber aus ähnlicher Position. Ein bisschen näher zum Tor sogar noch. Nazarov trifft ihn aber perfekt hier. Keine Chance für Kai Klaus. Der streckt sich. Aber der schlägt genau oben im Winkel ein. Und damit haben wir das 3:3. Da hatten wir gerade noch die Chance vorne.